Gelobt sei Gott im höchsten Thron, samt seinem Heiligen gewonnen Sohn, der für uns hat genug getan. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Engel sprach: Nun fürcht euch nicht, denn ich weiß wohl, was aus euch gebricht. Ihr sucht Jesus, den findet ihr nicht. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Nun bitten wir, herzlich willkommen zur Andacht in dieser Woche. Es ist eine gute Tradition, dass Gemeinde zu Ostern auf die Friedhöfe geht und Osterlieder singt. Auferstehungshoffnung da, wo der Tod aufgehoben ist. Auf den Friedhöfen wohnt die Trauer. Viele Menschen kommen hierher, um die Lieben zu beweinen, die sie verloren haben. Sie wollen manchmal nicht so recht loslassen, das, was sie verbunden hat, und pflegen gute Erinnerungen hier an diesen Orten. Auf der anderen Seite sind diese Friedhöfe Zeichen für das neue Leben. Überall blüht es, die Vögel singen, die Blätter sind grün und hier ist wirklich ein Ort des Frühlings. Da ist es gut, hier den Auferstehungsglauben mit den Liedern auch zu verankern, neben dem, dass man hier Tote beweint. Der Engel sagt am Ostermorgen zu den Frauen: Sucht ihn nicht bei den Toten, er lebt. Also sollen wir nicht auf die Friedhöfe gehen und hier das Leben suchen? Nein, wir sollen auf den Friedhöfen das Leben suchen und das Leben glauben. Das, glaube ich, will uns dieser Engel sagen. Wir sollen glauben für die, die wir verloren haben, da, wo wir Tod in unserem Leben erfahren, da sollen wir das Leben glauben, gegen Anglauben. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Diesen Satz sagt Jesus allen Skeptikern und allen Zweiflern. Und nicht nur Thomas, der in dieser Geschichte die Hauptrolle spielt, ist einer dieser Skeptiker und Zweifler, sondern das sind wir alle. Wir alle sind mit Zweifeln und mit Skepsis auch behaftet, gerade vielleicht in dieser besonderen Zeit, die wir gerade erleben. Und gegen diesen Zweifel und gegen diese Skepsis wirkt unser Glaube, der immer wieder sich dagegen wehrt, dass die Skepsis und der Zweifel siegt. Und so ist es auch auf den Friedhöfen. Das Leben, was hier neu entspringt, der Frühling, der hier aufgeht, der steht für diesen Glauben, der gegen allen Tod, gegen alle Vergänglichkeit uns gegeben wird. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Hier auf dem Friedhof gibt es viel zu sehen. Pflanzen, Bäume, Blumen. Die Schönheit dieser Orte sind ein Balsam für die Seelen. Und ein Trost gegen alle Traurigkeit und gegen allen Schmerz. Aber das Wesentliche ist auch hier auf dem Friedhof unsichtbar. Die Toten selber, sie sind nicht sichtbar, sie sind nur in unseren Erinnerungen, in unseren Vorstellungen. Und der Glaube, der über diesen Ort und über den Tod hinausträgt, auch der ist nicht zu sehen. Selig sind die Menschen, die hierher kommen, an diesen Ort, um zu trauern und um zu glauben. Selig sind aber auch die Menschen, die ihr Leben leben da, wo sie sind und die nicht sehen und doch glauben. Morning, well, morning, well, morning, well.
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Möge Gott ihnen Glauben schenken und ihnen den Glauben erhalten, besonders in diesen Zeiten. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie behütet.